Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush4Fig89 zurück bei Let's Play Team Sonic Racing. Oh mein Gott, dieser Grand Prix war einfach furchtbar vor der Schlüsselaufgabe, aber jetzt haben wir ihn. Doch das scheint auch nicht gerade viel einfacher zu sein. Gerade weniger als dreimal in Schleudern und falle weniger als dreimal von der Strecke bei Hidden Volcano beim Überlebensrennen. Boah, ich darf also maximal dreimal getroffen werden. Das ist ja wirklich nicht von schlechten Eltern. Aber okay. Dann legen wir mal los, ne? Es sind eine Menge Chao zu diesem Rennen gekommen. Okay. Ja, wen lassen wir denn dieses Mal ran? Haben wir schon Edgy der Hedgy hier rangelassen? Tja, ich würde sagen, geben wir. Wir haben Silver schon gehabt. Edgy the Hedgy. Ja, geben wir nochmal Blaze the Cat die Chance, ne? Aber vorher. Megaturb hält länger an. Okay. Geht's los? Oh yeah. Was brüllen die denn so? Chao auf der Tribüne sind außer sich. Worauf zeigen sie denn? Versteckt sich jemand da drüben? Wieder dieser große Typ. Ob der wohl weiß, wo meine Froggy-Wolke hin ist? Chao, widerliche Kreatur. Sabok, das wird ja immer besser und besser. Und mit besser meine ich schlimmer. Gehört der zu dir, Eggman? Was? Nein! Dass er hier ist, überrascht mich total! Ich habe ihn bestimmt nicht beauftragt, etwas Geheimes für mich zu erledigen. Wo du schon mal hier bist, Sabok, fahr doch in meinem Team mit! Hoffentlich verliert Sabok Bernd! Das habe ich gehört! Warum hältst du den Knopf für das Mikro immer gedrückt? Ich mag Knöpfe! Und hier einfach so will ich da ein? Sabok kann Eggman doch nicht leiden, was soll das denn? Uff. Anscheinend ist Team Sonic Racing wirklich nicht kennen zur Sonic Story, oder haben die das schon wieder vergessen? Oder haben die Lost World schon wieder vergessen? Mal ehrlich, bleib doch bei den Story-Schreiben konsistent, bitte! Oh Gott. Na schön. Das gilt es jetzt hinzubekommen. Dreimal nicht in Schleuder von der. Also nicht dreimal nicht von der Strecke geraten und dazu noch dreimal nicht in Schleuder geraten. Alter. Das dürfte heftig werden. Oh oh. Dabei müssen wir seinen Fäusten hier ausweichen. Da musste ich natürlich den Turbostreifen ignorieren, weil sonst hätte mich dieser. Hätte mir dieser Typ eine verpasst. So, und jetzt bloß aufpassen. Mich von keinem Item jetzt treffen lassen. Ich hoffe, dass das nicht zählt. Ich bin die Letzte, die besiegt wird. Ja. Eis und Feuer vermischt. Irgendwie habe ich da eine sehe ich da eine Anspielung an Sonic, Boom, Feuer und Eis. Vermutlich ist das so beabsichtigt. Okay. Sehr schön. Ich auch mache aber zu wenig Stunts. Aber ich bin ein bisschen vorsichtig hier. Sehr schön. Oh oh. Nein, bleib von mir weg. So, jetzt nach vorne hier. Oh oh oh. Ach du Scheiße. Ja, jetzt bin ich von der Straße gekommen. Warum, ey? Shit. Alter! Ich muss nach vorne! Brauch dringend Megaturbo-Energie. Moment, ich habe ja schon fast voll, oder was? Bitte sagen wir, dass Silver jetzt nicht ausschaltet. Zum Glück nicht.
Okay. Aber jetzt sind wir dran. Okay, ich habe schon einen Versuch verbraucht hier. So, und jetzt hier. Oh yeah. Können wir sogar auf der Lava fahren. Normalerweise sollte das ja Blaze Spezialität sein, weil sie beherrscht ja schon das Feuer an sich. Oh! Alter Schwede. Das war knapp. So, wir haben es dann bald. Oh, oh Mann, ey. Ja, lieber das hier nehmen. So, und jetzt meinen Stunt ausführen. Jetzt wird es Zeit, dass ich etwas Tempo hinzubekomme. Den halte ich mir jetzt lieber als Schutz. Für den Fall, dass jemand mir mit einer Rakete kommen möchte. Aha. Oh, 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 scheiße. Alter. Das macht irgendwie doch Spaß. So, jetzt bin ich auf Kurs. Oh. Oh Mann. Geh auf Kurs, Blaze, meine Fresse. Oh nein. Nein. Shit. Na warte. Erwischt. So, Big ist weg. Und Eggman. Aber jetzt müssen wir nach vorne kommen hier. Wir müssen es schaffen, ey. Und ich muss Erster werden da, damit ich den letzten, damit ich auch einen Stern bekomme. So, jetzt bin ich ja auch auf dem Lavaboden kurz mal. Ich weiß, ey. Alter. Da finde ich es irgendwie unpassend, dass... Oh nein. Nein, habe ich das jetzt vermasselt? Jo, bin ich jetzt aus der Strecke geraten? Zweimal, ne? Oh shit, jetzt muss ich mal nach vorne kommen, ey. Oh, das ist die Gelegenheit. Ach du, fertig, los! Ja, ich versuch's ja. Sehr schön. Um sicherzustellen, dass ich gewinne. So, jetzt darf ich nicht mehr ins Schleudern geraten. Oder von der Bahn abkommen. Okay, 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 okay. Das kriegen wir hin. So. Uff. Come on. Sagen wir, dass ich den Schlüsselaufgabe erfüllt habe. Und? Wow, wir haben sogar gewonnen, komplett. Bingo! Yes! Hat es doch gelohnt, sich die ganzen... Weil, ein Vorteil hat es gehabt, nachdem ich mit dem Grand Prix letzten paar zu viel Zeit verbracht habe. Ich habe einen Haufen Siegermeilen bekommen und einen Haufen Upgrades für die Autos wieder zu bekommen. Ein paar oder einen Haufen Tuning-Teile. Sehr schön. Nice one. Ich fasse nicht, dass du entdeckt wurdest. Ein Meister des Versteckens bist du wohl nicht. Hast du wenigstens, worüber wir gesprochen haben? Nein, es ist unauffindbar. Es befindet sich wohl an einem geheimen Ort. Ach ja, meinst du? Ich bin umgeben von Idioten. Ich hoffe, deine Fahrkünste sind besser. Meine Fresse, warum arbeitet Severk bitte einfach mal so für ihn? Okay, immer einen weiteren Aufkleber, Emeralds. Ja, das bekommt man ja für alle Schlüssel. So, wir haben Kapitel 5 endlich abgeschlossen. Auf nach Kapitel 6, die Entführung. Diesmal Wüstenbereich, hä? Hm. Nutze kein einziges Wisp. Oh. Okay. Das heißt dann wohl auch, dass ich nicht es weitergeben darf, ne? Puh, diese Rennen werden immer anstrengender. Alter Schwede. Ich muss also die Wisps möglichst meiden zu benutzen. Ich
Ich muss also vollkommen auf mich alleingestellt hier fahren. Puh, diese Rennen werden ja immer härter. Ich bin total platt. Mit Zabok haben die nochmal einen draufgesetzt. Wir müssen etwas unternehmen. Was denn? Wir haben doch noch überhaupt nichts. Für mich ist Zabok kein Problem. Schließlich haben wir ihn schon mal besiegt. Wir wissen noch immer nicht, was sie von uns wollten. Was das hier alles soll. Wir wissen nicht mal, wer hier der Bösewicht ist. Das ist immer Eggman. Nur, dass manchmal noch andere mit drin stecken. Wir müssen stark bleiben und weiterfahren. Ich brauche anschließend erstmal Urlaub. Wir können angeln. Können wir auch machen. Bisschen Entspannung. Angeln ist ja eigentlich ein recht entspannender Sport. Im Allgemeinen, kommt drauf an. Aber gut. Jetzt haben wir Zabok im Team Eggman. Jetzt ist das Team Eggman auf jeden Fall komplett. Ich frag mich, ob man die Eggpawns auch irgendwie freischalten kann. So. Sand Road. Oh ja. Legen wir wieder los hier. Okay, nutze kein einziges Wisp. Das muss ich jetzt meinem Team hier überlassen. Die müssen sich jetzt hier Mühe geben und ich muss einfach nur gut, möglichst gut fahren. Meine Teamkameraden sind ja davon nicht betroffen, von dieser Regel, ne? Also, das geht nur für mich. Oh, es kommt jetzt schon wieder der Sog. Silva, schupf mich nicht hier weg. Du bringst mich noch aus der Bahn. So. Okay, nach vorne mit euch, Leute. So, für meine spannende Runde hier. Auch dringend mehr Teamaktionen. Ob ich da jemals den Megaturbo noch zusammenkriegen werde? Zumindest einmal. Was sind das nochmal? Caterpillars, ne? So. Solange sie sich hier gegenseitig fertig machen, kann ich die Chance nutzen. Und mit nach vorne drängen hier. Da ist auch schon Zabok. Oh oh. Aus dem Weg, Shadow. Oh je. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich eins, aber ich habe es nicht genutzt. Ich darf es auch jetzt nicht nutzen. Ich muss einfach vom B- und A-Knopf loslassen. Kann ich es nicht einfach herschenken? Zählt das auch als Nutzen? Ich weiß es ja gerade nicht. Das ist ja das Problem. Ich will es auch nicht riskieren, ey. Ah, shit. Ach, je. Hätte schon von vornherein klappen müssen. Ich hätte es überlassen sollen. Ach du Scheiße, wie soll ich denn da vorankommen, ohne Items zu nutzen? Oh, nö, 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 nö. Oh, das brauche ich doch gerade, verdammt. Ich gebe es mal weiter. Und noch mal sehen, ob das auch noch zählt. Scheiß Sand, ey. Das bremst mich nur unnötig ab. So. Und jetzt so. Mhm, so sieht's aus. So, ich habe ein praktischer... Hoffentlich zählt das. Hoffentlich zählt das dazu. So, jetzt muss ich aber schauen, dass ich hier Erster werde. Tolles Teamwork. Danke. Aber schnell. Ey, das ist echt schwer voranzukommen, weil die sind... an die komme ich einfach nicht ran ohne Items. Eieieiei. Ja, ich habe einen Sand vergessen. Ich bin zum Helfen bereit.
Ach du Scheiße, da kommen noch mehr mit dem Megaturm. Die können öfters einen Megaturm einsetzen als ich, weil ich ja keine Wisp nutzen kann hier. Ach Scheiße. Na ja, super, wir haben versagt. Ach je. Nein, jetzt habe ich ihn auch genutzt. Ach. Okay. Das ist aber echt schwer ohne Wisp hier. Ich frage mich, wie viele Kapitel es eigentlich hier noch gibt bei diesem Spiel. Oh mein Gott. Ihr könnt mir ruhig in den Kommis posten, wie viele Kapitel es insgesamt noch gibt. Ja, dann bin ich wenigstens mental darauf vorbereitet. Ich weiß, im Großen und Ganzen ist das Spiel jetzt nicht schlecht. Ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber die Missionen, die sind schon extrem, wahrscheinlich die schwierigsten und frustrierendsten überhaupt. Selbst schwieriger als beim zweiten Teil, weil da war es schon sau schwer, alle Sachen freizuschalten, weil man bei manchen sogar den höchsten Schwierigkeitsgrad schaffen musste. Ah, merkt ihr da einen Stunt zu machen? Kommt schon, Team, jetzt kommt mal voran hier. Warum muss jetzt mein Auge gerade rennen? Scheiß, doch die waren dann. Blöder Spaß, ey. Ach, ich schaff das einfach nicht. Ich bin. Ach, mir rennt zu viel das Auge. Ich muss mal kurz Pause machen. Mann. So, probieren wir es jetzt nochmal hier. Immerhin schaffe ich den Turbostart. Also, das ist schon mal gut. Wow. So, weitergeben. Immer weitergeben. Das gibt ja wenigstens. Weil das zählt er hoffentlich nicht als Nutzen, ne? Das darf er auch nicht als Nutzen zählen, ne? Ich hoffe es zumindest, weil nicht, dass das jetzt auch noch zählt. Weil dann werde ich erst recht getriggert. So, so sollte ich einen Stunt machen. Mit einem Mat-Star. Tu das bitte. Und es wäre lieber, wenn ihr mal versucht nach vorne zu kommen. Nutzt die Items endlich mal so richtig gut. Die ich euch schicke. Ach je, ich komme schon wieder in den Sand und sehe ihn nicht. Komm, jetzt geht er raus aus dem Sand. Tolles Teamwork. Danke. So, jetzt aber. Und wie? So. Vector ist jetzt vor mir. Aber der soll mich dann vorbeilassen. So. Uiuiui, da kommt wieder was. So, auf die Seite, das muss ich mir merken, weil ich kann hier nicht gerade durchfahren, so wie Fertigkeitstyp. Kann ich ihn auch nicht bashen hier. Bin Stärke-Typ. Ich weiß nicht, was können die Tempotypen noch, außer einfach nur schnell sein. Ach komm, warum habe ich keinen Turbo? Nur weil ich ein bisschen die Wand angerempelt habe. Shit. Das darf ja nicht wahr sein. Nein! Auch das noch.
So. Den können wir da gleich auch wieder nutzen. Come on. So. Kommt schon, Leute. Nutzt irgendwas, damit wir die Mega-Anzeige noch füllen können. Wir müssen den Megaturbo noch einmal einsetzen. Dann mache ich das halt schnell. So, jetzt auch. Lass mich aber bitte vor. So. Ich hoffe, dass das gezählt hat, was ich gemacht habe. Ja! Es hat gezählt! Den Wrist nutzen heißt nicht den Wrist gleichzeitig den Wrist weitergeben. Nice one, bin ich froh, ey. Oh, ich hatte schon Schiss, ey. Okay. Dann weiter im Programm. Yes. Es entwickelt sich alles prächtig. Das Rennen verschärft sich. Und ich bekomme sogar noch mehr, als ich mir erhofft hatte. Meine Pläne funktionieren eben immer. Sehr schön. Give me the key, baby. So, weiteres Teamrennen. Also weitere Teamrennen. 5 Teamrivalen ausschalten. Von nicht vor der Strecke gerade weniger als 5 Mal schleudern bei Skyroad. Oh. Ja, okay. Ich würde sagen, im nächsten Part geht es dann weiter mit einem Teamrennen in Skyroad. Und ja, wenn mir jetzt gefallen wusste, Daumen nach oben und Kommentar und vergessen, dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ihr seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crossroad-Fiction 9. Bis zum nächsten Mal von Let's Play Team Sonic Racing für Nintendo Switch. Also, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.